Marianne Bachmeier, die Mutter der siebenjährigen Anna Bachmeier, verschlief am 5. Mai 1980 und verpasste es, ihre Tochter zur Schule zu schicken. Anna schwänzte also die Schule und ging raus, um zu spielen. Sie ging raus und begegnete Klaus Grabowski, einen aus der psychiatrischen Klinik entlassenen, vielen Sexstraftäter. Wie es dazu kam, dass Anna in seiner Wohnung war, ob er sie zwang, mitzugehen oder sie zu sich nach Hause lockte, das ist mir aus der Recherche nicht klar. Aber er hatte die Siebenjährige bei sich zu Hause. Es ist auch nicht genau klar, was er mit der kleinen Anna angestellt hat. Doch das, was man weiß, ist, dass Klaus Grabowski eine Strumpfhose seiner Verlobten, mit der er in der Wohnung gemeinsam lebte, nahm, um das Mädchen zu erwürgen. Vor Gericht sagte er aus, dass Anna ihm gedroht hätte, zu behaupten, er hätte sie unsichtlich angefasst. Klaus Grabowski behauptete, dass dies nicht gestimmt habe und er deswegen Anna ermordet hat, damit sie keine Lügen erzählen kann. Also, ich weiß, dass so, wenn ein kleines Kind jemandem sowas sagt und sagt, hey, Person XY hat mich angefasst, ich weiß, dass das dein Leben zerstören kann, selbst wenn es nicht stimmen sollte. Wir haben es ja gesehen in dem Film Die Jagd. Die Jagd heißt der Film, da ist es ja auch so, dass dieses kleine Mädchen etwas erzählt, was nie passiert ist und auf einmal alle diesen Mann hassen und alle sagen, oh mein Gott, du Miststück und so, und er hat nie was getan. Natürlich, aber irgendwie ist sie ja zu ihm gekommen. Versteht ihr, wie ich meine? Irgendwie war sie ja bei ihm. Was macht also ein kleines Mädchen bei einem wildfremden Mann? Und anscheinend soll dieses kleine Mädchen behauptet haben, yo, ich werde sagen, dass du das und das getan hast. Ich glaub's irgendwie nicht. Auf jeden Fall war das der Grund, dass er sie ermordet hat, was auch absolut absurd ist. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube nicht, dass das ein normales Handeln ist. Ich finde es einfach nur schrecklich und grausam. Und ich will gar nicht wissen, was er dem Mädchen noch angetan hat, bevor er sie ermordet hat. Und jetzt müssen wir uns alle mal festhalten und tief durchatmen. Denn Klaus Grabowski wurde am 4. September 1975, also nicht ganz 5 Jahre, bevor er die Möglichkeit hatte, Anna zu ermorden, wegen sexuellen Missbrauchs von einem Kind verurteilt. Und was war die Urteilsstrafe dafür, dass er ein unschuldiges Kind missbraucht hatte? 1 Jahr Freiheitsstrafe. Ja. 1 Jahr. Da soll mir einer sagen, das deutsche Rechtssystem funktioniert. Ja, alles top. Alles top, klar. Gibt's so einen Menschen 1 Jahr? Der wird's bestimmt nicht nochmal machen. Mm-mm. Auf gar keinen Fall. Nein. Mm-mm. Hat man ja gesehen, was er nur ein paar Jahre später mit der 7-jährigen Anna gemacht hat. Und um genau das soll es heute gehen. Ja, wir werden heute über diesen ganzen Fall sprechen, was passiert ist und auch über die Rache der Mutter, welche tatsächlich stattgefunden hat. Doch in dem Sinne würde ich sagen, bevor wir mit dem Video loslegen und wirklich über alles detailliert sprechen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Denn wir sprechen jetzt über einen unglaublich grausamen und verstörenden Fall, welcher sich vor einigen Jahren in Deutschland abgespielt hat. Ich habe euch ja gerade schon erzählt, dass bevor er das Mädchen ermordet hatte, er bereits 1 Jahr Freiheitsstrafe bekommen hatte. Was da genau alles passiert ist, dazu werden wir auch noch gleich kommen. Schlussendlich war es so, dass er in einem psychiatrischen Krankenhaus seine Strafe absaß. Die Tat von Grabowski wird von der Ärztin, die das Gutachten gemacht hat, als er ist sich über das Unerlaubte seines Tuns im Klaren. Aber aufgrund seiner Sucht bei der Tatbegehung ist seine Einsichtsfähigkeit erheblich eingeschränkt. Es wurde sogar gesagt, dass ohne eine Behandlung von Grabowski eine Wiederholungsgefahr gegeben ist. Er wurde dann im Jahr 1976 in ein Krankenhaus aufgenommen und dort hat er sich dann wirklich operativ kastrieren lassen. Und das führte unter anderem dazu, dass er im Jahr 1977 eine positive Diagnose bekommen hat, dass die Wiederholungsgefahr gering ist. Er wurde einfach 1 Jahr nach seiner Inhaftierung im Jahr 1977 freigelassen, weil er sich halt eben kastrieren hat lassen und man dann halt eben gesagt hat, ja, also es ist halt eben gering, zwar nicht ausgeschlossen, dass er wieder ein unschuldiges Kind brauchen würde, aber gering ist ja genug. Wir haben ihn ja kastriert. Das ist das, was die sich gedacht haben. Und nur 3 Jahre später ermordet er ein 7-jähriges Mädchen. Da kann man nur wütend werden, oder?
Also, ich koche. Ich koche vor Wut, wenn ich sowas lese und darüber spreche. Es kann doch nicht sein, dass du so einen Typen, der schon deswegen angeschuldigt ist, weil er irgendeinem Kind was angetan hat, ein Jahr Freiheitsstrafe gibst, er kastriert sich dann und dann sagt man, ja gut, jetzt hat er sich ja kastrieren lassen, jetzt wird es schon passen. Das kann nicht wahr sein. Zu diesem Zeitpunkt steht er auf jeden Fall auf Bewährung draußen, hat eine Führungsaufsicht bis zum 4. März 1979, ein Jahr bevor er ein Mädchen tötet. Nach seiner Entlassung im Mai meldet er sich im Oktober 1977 als Blutspender, um an Geld zu kommen. Als man ihn nach seinen Vorerkrankungen und nach Medikamenteneinnahmen fragte, sagte er, dass er kastriert ist, aber keine Medikamente zu sich nimmt. Also können wir davon ausgehen, dass er nicht für seine vielen Gedankengänge behandelt wurde, seine Medikamente dafür nicht nahm oder gelogen hat. Er sagte dort aber auch, dass er erhebliche Beschwerden haben würde aufgrund der Kastration. So wurde er zu einem Endokrinologen, einem Psychiater und dann auch am 24. Januar 1978 zu Dr. vom Ende, einem Urologen, geschickt. Dr. vom Ende war der Arzt, der ihm dann auch ermöglichte, seinen Sexualtrieb wieder zum Laufen zu bringen. Obwohl der Psychiater Dr. Knack dem Urologen Dr. vom Ende sagte, dass er aufgrund des Vorlebens von Grabowski keine Entscheidung bezüglich der Behandlung treffen möchte, begann Dr. vom Ende am 27. April 1978 die Behandlung. Und ich glaube, das war ein riesiger Fehler. Denn solch einem Menschen den Sexualtrieb wieder zu reparieren, dass das Ganze wieder funktioniert, hätte man nie tun sollen. Anscheinend habe Klaus Grabowski zu Dr. vom Ende gesagt, er sei wegen des Exhibitionismus kastriert worden und nicht wegen Missbrauchs an einem Kind. Dr. vom Ende behauptet also, er hat bis zum 25. April 1980, also bis zum Beenden der Hormonbehandlung, nie gewusst haben, dass er einen Sexualstraftäter behandelt. Und kurz, was man unter Exhibitionismus versteht, damit auch jeder weiß, was es ist, falls es die ein oder andere Person gibt, die nicht weiß, was es ist. Zitat von MSD Manual. Unter Exhibitionismus versteht man das Entblößen der Genitalien, um sexuell erregt zu werden. Oder das starke Verlangen von anderen Leuten, während der sexuellen Aktivität beobachtet zu werden. Die exhibitionistische Störung behandelt das Ausüben exhibitionistischer Triebe oder Fantasien oder die Verzweiflung oder Beeinträchtigung der Lebensweise aufgrund dieser Triebe und Fantasien. Dr. vom Ende habe wohl auch mit dem Bewährungshelfer von Grabowski telefoniert, wobei dieser sich an das Telefonat nicht erinnern konnte. Dieser habe die Kastration wegen Exhibitionismus bestätigt. Was ist da los? Das kann doch nicht sein, dass solche Sachen schon wieder so schief laufen, ausgerechnet bei solchen Menschen. Warum ist es immer so, dass diese Leute teilweise so ein Glück haben? Naja, bis es halt eben später zur Gerichtsverhandlung kam und die Mutter der Tochter anwesend war. Aber dazu kommen wir noch. Also das Ganze klingt doch irgendwie alles irgendwie sehr komisch, oder? Man muss auch dazu sagen, dass es bis zu diesem Datum noch nie vorgekommen ist, dass wegen Exhibitionismus jemand kastriert wurde. Was das Ganze noch komischer macht. Wieso Dr. vom Ende ihn behandelt hat, ohne das Gesagte zu hinterfragen. Die Behandlung wirft viele Fragen auf und lässt ein großes Fragezeichen da. Wieso ein operativ kastrierter Mensch ohne ständigen Kontakt des Arztes, des Patienten Kontakt hat, eine Hormonbehandlung bekommt. Mit seinem zurückerlangten Sexualtrieb kam das Monster wieder zum Vorschein und es brauchte einfach nur ein paar Tage, bis er am 5. Mai 1980 Anna zu seinem nächsten Opfer machte. Er wurde zudem noch am selben Abend von der Polizei überführt. Als der Prozess von Klaus Grabowski losging, war auch die Mutter von Anna anwesend und sie hielt es nicht aus, wie er versucht, Anna die Schuld für ihren Tod zu geben, indem er sagte, sie hätte ihm gedroht zu lügen und zu sagen, er hätte sie angefasst. Sie hielt es nicht aus, wie man schlecht über ihre kleine Tochter sprach und so ging sie am 6. März 1981 in den Lübecker Gerichtssaal mit dem Wissen, sie wird das Magazin in ihrer Waffe auf den Körper des Mörders ihrer Tochter entleeren. Ja, sie hatte sich tatsächlich eine Waffe besorgt und ist gezielt in den Gerichtssaal gegangen, um den Mörder ihrer Tochter zu erschießen und somit ihre Tochter zu rächen. Und genau das tat sie. Marianne schoss 8-mal auf Grabowski, einen Schuss in den Arm
und 7 Schüsse in den Rücken. Sie war keine Amateurin. Sie wusste, wie sie mit der Waffe umging, und sie tötete den Mörder ihrer Tochter im Gerichtssaal. Und das ist jetzt halt auch so ein Punkt, wo ich sage, das würde mich super interessieren, wenn ihr es immer in die Kommentare reinschreibt. Ich weiß, es ist sehr umstritten. Wie seht ihr das? Sagt ihr, wenn jetzt euch sowas passieren würde, würdet ihr genauso handeln wie eben Marianne? Ja, wärt ihr mit einer Waffe in den Gerichtssaal gegangen, um den Mörder eurer Tochter zu ermorden? Oder hättet ihr gesagt, ich werde das Ganze so auf mir ruhen lassen, er soll seine Strafe bekommen, er soll eingesperrt werden? Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie hättet ihr gehandelt? Hättet ihr genauso gehandelt wie die Mutter oder hättet ihr es einfach über euch ergehen lassen? Und mit diesem Mord gingen eben die Diskussionen los. Es war einer der bekanntesten Fälle der Selbstjustiz und dieser verbreitete sich in den Medien wie Waldfeuer. Doch schauen wir uns doch mal an, was Marianne Bachmeier selbst so erzählt zu allem, was passiert ist und wie die Welt auf ihre Tat reagierte. In einem Interview sagte Marianne, dass sie mit ihrer Tat verhindern wollte, dass Klaus weiterhin Lügen über ihre Tochter verbreitet und sie somit ihm einfach ein Ende machen wollte. Sie war auch involviert in der im Jahr 2005 produzierten WDR-Doku Die Rache der Marianne Bachheimer. Hier kam dann raus, dass Marianne in ihrer Kneipe im Keller Schießübungen machte, um sich für ihre Tat vorzubereiten. Und das erinnert mich so ein bisschen an den vorletzten Teil von Halloween, dem Horrorfilm, wo Laurie quasi auch immer in ihrem, wo die da so ihre Shooting Range hat und da auch übt, wie sie am besten schießt und sich das beibringt, dass wenn Michael Myers kommt, sie sich bei ihm rächen kann und ihn halt quasi ermorden kann. Gibt mir so ein bisschen Vibes. In einer anderen Talkshow, Fliege, sagte Bachmeier im Jahr 1995, dass sie sich am Verhandlungstag des 6. März dachte, über meine Tochter wird nicht noch einmal öffentlich hergezogen. So kam es also dazu, dass sie ihren Plan durchzog. Ja, sie musste natürlich wegen ihrer Selbstjustiz vor Gericht und wurde dort wegen Mord angeklagt. Der ganze Fall hat eine Welle durch die Medien gemacht und Marianne verkaufte ihre eigene Lebensgeschichte an Stern, um sich die Anwaltskosten leisten zu können. Aber auch Menschen, die ihr Handeln absolut verstehen konnten, schickten ihr Geld. Und so kam es zusammen, dass sie rund 100.000 Mark an Spenden bekam. Versteht mich nicht falsch, ich kann das Handeln dieser Mutter auch verstehen. Sagt, was ihr wollt, aber ich kann es voll und ganz nachvollziehen, was diese Mutter für ihre Tochter, nicht mehr lebende Tochter, quasi getan hat. Ich kann es voll und ganz verstehen. Auch wenn ich immer sage, Rache ist nichts Gutes, lasst es und so, aber bei diesem Fall kann ich es echt gut nachvollziehen. Mariannes Anwälte argumentierten mit einer Teilschuld der Justiz, da ein Mensch wie Grabowski überhaupt auf freiem Fuß war, obwohl er so eine Vergangenheit hatte, so sagte es Bachmeiers Anwalt, sozusagen unter den Augen der Justiz seinen Sextrieb reaktivieren konnte. Der Gerichtsprozess ging im November 1982 los. Und Marianne war unter vielen die liebevolle Mutter, die den Mörder ihrer Tochter zum Schweigen bringen wollte. Und andere aber sagten, dass sie die mediale Aufmerksamkeit wollte. Denn Marianne hatte selbst keine leichte Kindheit. Sie stammte aus einem strenggläubigen Haushalt, zu dem sie sich selbst nicht angehörig fühlte. Als sie 16 war, bekam sie ihr erstes Kind und mit 18 ihr zweites. Beide Kinder gab sie zur Adoption frei. Anna wollte sie anscheinend auch einer Freundin geben, aber das stritt Marianne vor Gericht ab. Das Gericht entschied, dass ihr Handeln keine geplante Tat war und sie bekam milderen Umstände und wurde zu 6 Jahren Haft verurteilt. Davon musste sie aber letztendlich nur 3 Jahre im Gefängnis sitzen. Nach ihrer Zeit im Gefängnis ging sie nach Afrika und dann nach Sizilien, um dort als Hospiz zu arbeiten. Doch leider erkrankte sie an Krebs und verstarb im Jahr 1996 mit gerade mal 64 Jahren in Deutschland. Und das bringt uns auch schon zum Ende des heutigen True Crime Falles. Eine unglaublich grausame und schreckliche Tat, welche an einem kleinen, unschuldigen Mädchen ausgeführt wurde. Eine Mutter, welche sich für diese Tat rächte, dann ihre Strafe dafür bekam und dann später leider auch verstarb. Das Ganze ist eine unglaublich schreckliche Tragödie. Und deswegen ist es auch ein heikles Thema und es ist schwierig zu sagen, yo, das, was sie getan hat, ist richtig oder auch nicht richtig. Aber ich glaube, ich bin kein Vater, ich habe kein Kind. Aber ich glaube, wenn du diesen Elterninstinkt hast, ja, und eine Tochter hast, die dir genommen wird und dann vor Gericht, und dass du dann vor Gericht noch zuhören musst, wie der Mörder irgendwelchen Quatsch erzählt,
Ich glaube, dann wäre mir die Sicherung auch durchgebrannt. Also ich kann es irgendwie auch voll verstehen. Ich weiß nicht, hier werden bestimmt einige Eltern unter euch sein, die sich gerade dieses Video anschauen. Wie hättet ihr gehandelt, wenn man euer Kind auf so eine bestialische Art wegnimmt? Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare und ihr könnt da wirklich ehrlich sein. Ja? Also es würde mich wirklich sehr interessieren, wie ihr in so einer Situation gehandelt hättet. Ja, das soll es auf jeden Fall mit dem heutigen Fall gewesen sein. Ich war heute so ein bisschen neben der Spur. Ich hoffe, man hat sich gemerkt. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Und es wurde trotzdem irgendwie alles klar rübergebracht, dass ihr auch alles verstanden habt. Ich habe mich selber heute so ein bisschen wirr im Kopf gefühlt, wollte aber dennoch dieses Video heute aufnehmen. Ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich liebe euch über alles. Passt auf euch auf, passt auf eure Kinder auf, ja. Bleibt gesund und ich wünsche euch allen nur das Beste. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich zu guter Letzt noch bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken. Besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das Nico Bergmann, Dine Biene, Judith Gamelin, Belief 187, Drache 12, Steven Lohr, Alibaba, Lara Rickers, Klicker Chris, Drache, Hope 1800, Zayrox 06, Dave, Jasmin, The Cat Lady, Variola, Lara, Daisy, Marlene Tillmann, Jessica Krück, Ian The One, René Steckel, Rebecca, Annika K., Alexandra Gerstmann, Flauschvieh, Vanessa, S. Zipkibil, Bobel Daya, Firehead 1999, Andreas Schuster, Beatrice Rebecca, Lauren, René Kote, Jessica, Magdalena Kantler, FJ Mountain, Anna Rose, Diaboli 666, Jenny Steffel, Mr. Passo, Maria Pantu, Denna, Tina Karaman, Cyber Psycho XX, Steven Lead, John Jokes, Justin Richter, Steffi, Kinga 1613, Lea, Brody's Rainbow, Steven Schulz, Verena Alberer, Rexy TV, Alina Eisentraut, Chiyoko Vanni, Totti Botti, Mira Jane, Pyrojan 95, Khalid, Kai, Dapassi, Sandy Yuki, Fate Chiara, Lea Tabea, Mike Luzin, Patrick und Jenny 2017, Mitch, Juna da Luna, Strubbelhaar, Kim S. und Mandy 172. An dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank für euren Support.